Ein Welser. So ein Alpha-Welser. Der See der Kühnheit. Er soll genauso wie der See der Wahrheit durch einen Vulkanausbruch entstanden sein. Allerdings existiert auch die These, dass der Krater, in dem er sich befindet, auf einen Kampf zwischen Pokémon zurückzuführen sei. Das Pokémon Topuz wacht über diesen See. Als es flog, erlangten die Menschen Entschlossenheit. Zumindest erzählt man sich das. Was? Gerade eben war das noch keine Höhle. Ist die extra von jetzt erschienen? Gehen wir hinein, Nils. Dort drin werdet ihr bestimmt auch ein Pokémon treffen, welches das Pokémon des Sees beschützt. Seid vorsichtig. Ja, dass er erstaunt ist bei jedem Mal, kann darauf zurückzuführen sein, dass es sein kann, dass ihr diesen See hier zuerst nimmt oder den anderen See zuerst nimmt oder den zuerst nimmt. Hört sich zwar aus dieser Hinsicht ein bisschen sinnlos an, aber ja. So ist es halt. Ich weiß nicht, was uns erwarten wird. Aber ich werde mal Safen und Gastrodon nehmen. Man kann nie zu viel safen. Was für eine seltsame Höhle. Warum gibt es hier Säulen? Fisch. Ein Pokémon mit einer bedrohlichen Aura erwartet dich. Diese Stacheln sehen gefährlich aus. Sei auf der Hut, Nils. Okay. Boah! Gastrodon! Auch keine falsche Wahl. Miriador. Erdkräfte! Los! Das war meine Entschlossenheit. Hervorragende Arbeit, Nils. Du nimmst eine mysteriöse Präsenz wahr. Torbo! Beweise mir deinen unerschütterlichen Willen. Versuche mich mit Ruhegaben zu treffen. Wie, Ruhegaben? Sollst du sie etwa auf Topuz werfen? Als ob er jetzt so ein König ist. Du hörst eine Stimme in deinem Kopf. Gibst du auf? Ich gebe nicht auf. Du solltest besser aufgeben. Willst du danach weitermachen? Du hörst eine Stimme in deinem Kopf. Es ist zwecklos. Gib auf, oder willst du dennoch weitermachen?
Ich gebe dir einen Teil des Geistes, auf dass du die Welten bindest. Du erhältst einen Turbo-Zwangzahn. Dieser Zahn beweist einen Abschluss der Prüfung des starken Wesens Turbuts, das im See der Kühnheit lebt. Er ist nötig, um die rote Kette herzustellen. Und tschüss. Puh, jetzt haben wir allen drei Seen einen Besuch abgestattet. Gehen wir zurück. Ich bin mal gespannt, was jetzt auf uns wartet. Wir haben die Reise zu den drei Seen abgeschlossen. Laut Fräulein Kogita müssen wir uns nun zu dem Renel-Ruin aufmachen. Ich habe keine Ahnung, was uns dort erwartet. Aber alte Ruinen lassen mein Herz immer höher schlagen. Lass uns aufbrechen. Das sind sie? Das sind also die Nebelruinen. Von alters her heißt es, dass Nebel die Grenzen zwischen den Welten verschwimmen lässt. Um die Welt der Menschen, die der Pokémon und die der Mythen zusammenzubringen, braucht es möglicherweise einen Ort wie diesen. Aber was genau sollen wir hier eigentlich tun? Ihr habt Glück, dass ich hier bin. Sie tauchen genau dann auf, wenn wir die drei Prüfungen absolviert haben. Man könnte meinen, sie hätten uns vom Himmel aus beobachtet. Ein äußerst bemerkenswertes Pokémon hat mir geholfen. Meinen Sie etwa jenes Pokémon, das durch die Lüfte in ganz Hisui fliegt? Aber das sollen wir uns für später aufheben. Wie können wir die rote Kette erschaffen? Es gibt vieles, das ich weiß, aber dies gehört leider nicht dazu. Bedenkt, wir haben es hier mit einem mächtigen Gegenstand zu tun, der Welten binden soll. Ich glaube kaum, dass ein einfacher Mensch ihn anfertigen könnte. Und was machen wir jetzt? Sollen wir etwa ganz Hisui nach einer Herstellungsmethode absuchen? Das ist doch mein Faun. Oh, die drei Pokémon der Seen! Sie bündeln ihre Kräfte. Das ist wirklich die rote Kette. Wir haben es also geschafft, ja. Also war das Versprechen, an das sich meine Familie über Generationen gehalten hat, doch Wirklichkeit. Nach all den Jahren fällt diese Last von meinen Schultern. Wie es aussieht, hattest du mal wieder Erfolg, Nils. Abgesehen hiervon scheint es in Hisui aber gerade drunter und drüber zu gehen. Warum konntest du mehr an Erfahrung bringen? Ein befreundeter Händler aus der Gingo-Gilde hat mich auf den neuesten Stand gebracht. Offenbar will Expeditionsleiter Denboku nicht auf Forschungsergebnisse warten. Er hat vor, selbst auf den Kraterberg zu steigen. Hat er völlig den Verstand verloren? Will er den Riss etwa auf eigene Faust unter die Lupe nehmen? Naja, er kann schließlich nicht wissen, dass Nils die rote Kette in seinen Besitz gebracht hat. Stimmt, wir haben sie ja gerade erst erhalten. Wir müssen ihn vor der Kette erzählen und ihn wissen lassen, was Nils geleistet hat. Warum gehen wir dann zurück? Wir sind doch verbannt. Was wollen wir denn noch hier? Nils? Willkommen zurück. Ohne dich ist es einfach anders. Im Forschungstrupp erhält man sich kaum noch miteinander. Sogar Kommandantin Celeste ist jetzt viel weniger Kartoffelmutsch als vorher. Nun ja, ich werde ihr mal eben Bescheid geben. Wartet ihr bitte so lange?
Ist das nicht Selbstmord? Gute Güte, Nils! Der Professor war vor lauter Sorge um dich ganz außer sich, Nils. Natürlich habe ich mir Sorgen gemacht, aber noch lange nicht so viele Sorgen wie du. Von wegen, dass Erwachsene aber auch immer so wild flunkern müssen, nur um von sich selbst abzulenken, unerhört sowas. Wie auch immer, ist Kommandantin Celestis nicht mit ihnen gekommen? Sie steckt unter einem Berg von Arbeit, wie es aussieht. Wir sollen sie im Büro des Forschungstrupps treffen. Da der Expeditionsleiter nicht da ist, hat sie alle Hände voll zu tun. Er ist nicht da? Nun ja, er ist zusammen mit dem Sicherheitstrupp zum Kraterberg losgezogen. Er will wohl auf eigene Faust untersuchen, was es mit dem Pokémon-Schatten auf sich hat, der hinter dem Riss im Raum-Zeitgefüge gesichtet wurde. Deswegen sind Pikachu und ich ebenfalls vorübergehend für den Wachdienst zuständig. Wie dem auch sei, lass uns die Kommandantin aufsuchen und die Lage besprechen. Du hast überlebt, wie ich es dir befohlen hatte, eine beachtliche Leistung. Nur dank ihrer Hilfe. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Abra hat in Eigenregie gehandelt und mir damit nur Scherereien gemacht. Also, was führt dich her? Du bist doch sicher nur in unser Dorf zurückgekehrt, weil du nützliche Informationen erhalten hast, korrekt? Die drei sehen. Kannst du das näher ausführen? Du erzählst von der roten Kette. Ein mythischer Gegenstand, der Welten binden soll. Expeditionsleiter Dempoku ist gerade nicht hier. Ein Bericht des Sicherheitstrupps zufolge wurde hinter dem Riss ein Schatten gesichtet, der wie ein Pokémon aussah. Der Expeditionsleiter beschloss, gemeinsam mit dem Sicherheitstrupp aufzubrechen, um im Fall der Fälle sofort eingreifen zu können. Ihr Ziel ist der Tempel auf dem Gipfel des Kraterbergs. Der Expeditionsleiter vermag noch so stark sein. Er hätte dafür die Hilfe von Nils in Anspruch nehmen sollen. Als Kommandantin des Forschungstrupps gebe ich dir folgenden Befehl: Begib dich zum Kraterberg und setze diesen Unheil mit Hilfe der roten Kette ein Ende. Ich erkläre dich erneut zum Mitglied des Forschungstrupps, Nils. Ich bin wieder da! Oh, das, obwohl Expeditionsleiter Dempoku gar nicht hier ist. Dürfen Sie das? Es war seine eigene Entscheidung, mich mit all dieser Verantwortung hier allein zu lassen. Nun erfülle ich meine Pflichten. Dann komme ich auf jeden Fall mit. Schließlich gehören wir doch alle zum Forschungstrupp, White. Ich werde sie nicht davon abhalten. Wir sind Lucario? Was macht denn? Was macht denn Lucario hier? Luca! Was ist denn los, Lucario? Ich heiße Orson und du bist. Oh, Nils, also freut mich. Luca! Lucario. Kario! Lucario hat anscheinend auch die starke Aura gespürt, die von dir ausgeht. Wenn du bereit wärst, gegen uns zu kämpfen, würdest du dann zum Übungsplatz kommen? Lucario mit dem sterbenden Willen. Kämpfe gegen das Lucario. Ich soll gegen Lucario kämpfen. Bitte erzähl mir mehr. Toda, weißt du, was für ein Pokémon das da ist? Wie heißt es? Was kann es? Was ist es? Kabador. Kabador heißt es also. Aha, und ist es stark oder cool? Kann es fliegen? Es ist unfassbar cool. Was? Es ist cool und warum? Was ist denn so cool an ihm? Erzähl mir bitte noch mehr. Bitte, bitte.
Du wirst ganz viel über Kabator herausfinden, ja? Du musst mir unbedingt seinen Eintrag im Pokédex zeigen. Ich bin schon so gespannt. Du musst doch wissen über Kabator. Ich werde mit Kabator kämpfen müssen oder sowas. Ich kämpfe erstmal gegen Lucario. Ich habe nämlich was Schönes vor. Mal gucken, ob das mir gelingt. Glaube ich zwar ja weniger, aber ich kann es mal versuchen. Das ist doch der Übungsplatz. Ey, wo ist der Lucario? Ich bin hier angekommen. Diese Kampfleiterin ist weg. Moment. Ich kann ja auch nicht schnell rennen. Gegen Mutter Natur ist wohl Expeditionsleiter Dembuku machtlos. Das Panikon hat sich immer noch nicht entwickelt. Das ist die falsche Seite hier gewesen. Meine Pokémon, hallo. Also bin ich wieder in der Stadt. Obwohl ich eigentlich noch verbannt bin, haben sie mich ja sozusagen reingeschmuggelt. Und ich will zu Lucario. Das kann ich mir nur hier vorstellen. Ziehen, werfen und treffen, so einfach geht das. Warte. Missionsliste. Ich war da doch richtig. Warum sagt es dann, dass ich da nicht richtig bin? Was will das Spiel von mir? Ich habe den nun nicht gesehen, wahrscheinlich. Aber läuft ja auch schon eine halbe Ewigkeit immer durch das Dorf. Ich wünsche, man könnte hier Fahrrad fahren, so wie bei Pokémon, dem man Perlen Platin, aber es gibt ja noch keine Fahrräder, die wurden noch nicht erfunden. Rihorn! Rihorn, meine Pokémon, wie geht's euch denn, Leute? Oh, die bauen nur noch an oder sind die schon fertig? Na, läuft im Forschungshof alles rund, die Pflanzen wachsen auch, kommen später wieder vorbei. Der scheint überhaupt keinen. Lucario! Luca! Du scheinst bereit für den Kampf zu sein, oder? Riolu gegen Lucario. Der Kampf beginnt und endet so gleich wieder. Yay. Panferno. Du bist dran! Panferno! Flammenwurf! Jetzt! Das war ein großartiger Kampf. Wir müssen wohl mehr mit dem trainieren, Lucario. Luca! Ich danke dir. Du scheinst durch die Begegnung mit allerlei Pokémon an Stärke gewonnen zu haben. Jetzt wollen wir unser Können auch an anderen Orten unter Beweis stellen. Ich
fände schön, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen würden. Da haben wir Lucario geschlagen. Gut. Riolu ist besiegt. Es sieht fast so aus, als würde es uns überhaupt nichts nützen, dass es hier ist. Fittlauchs. Wir werden wohl oder übel aufbrechen müssen. Hallo Nils, konntest du mit Expeditionsleiter den Buku sprechen? Der Expeditionsleiter ist bereits am Kraterberg. Schon? Bei so viel Unvernunft könnte man glatt vergessen, dass der Expeditionsleiter den Buku ein erwachsener Mann ist. Dich rauszuwerfen hat ihm wohl nicht gereicht. So langsam sollte ihm mal jemand gehörig den Kopf waschen. Ich bin Oberhaupt des Perlclans und diene niemandem anderem als dem ehrwürdigen Sinnoh, der über den gesamten Raum gebietet. Ganz Hisui steht mir offen, also werde ich den Expeditionsleiter selbst eben selbst aufhalten. Was für ein Trara. Man hat dich einfach vor die Tür gesetzt und trotzdem hast du nie damit aufgehört, zum Wohl des Dorfes weiter zu forschen, stimmt? Ganz genau. Um uns allen zu helfen, hat Nizi rote Kette ausfindig gemacht. Korrekt. Der Forschungstrupp scheut keine Mühen für das Wohl des Dorfes und für ein friedliches Zusammenleben mit den Pokémon. Vielen Dank dafür, das ist für dich. Doppelleber. Hier sind meine Befehle für dich. Erstens, begib dich zur Gipfelbasis und von dort aus zum Sinnoh-Tempel. Zweitens, bringe mit der roten Kette die Lage unter Kontrolle. Drittens, komm wohlbehalten wieder zurück. Ich mag nicht. Ach, wir sind jetzt schon da. Okay. Also, es kommt mir so vor, als ob das dieser Mittelteil ist. Von da, wo ich schon vor ein paar Parts war. Es erinnert mich nämlich direkt an die Stelle. Ich bin bereits im Bilde. Man hat sich also wieder in die Galaktik-Expedition aufgenommen, ja? Meine besten Glückwünsche. Zu diesem feierlichen Anlass bekommst du von uns, von mir ein paar Top-Tränke. Die Zeit ist fast gekommen, aber ich mache mir da wenig Sorgen. Du hast dich schließlich so ins Zeug gelegt, um uns die rote Kette zu beschaffen. Diam und Perla haben sich ebenfalls zum Gipfel aufgemacht. Nils, ich wünsche dir viel Erfolg. Ohne meinen liebsten Kunden wäre ich ja völlig aufgeschmissen. Wie ich höre, soll die Gipfelbasis als Stützpunkt dienen. Ich werde mich wohl auch in die Nähe des Tempels begeben. Wieso? Ah gut, der versorgt uns und so, aber. Hä? Jetzt wird es ernst, was? Aber fürchte dich nicht, ich bin schließlich da, um dich zu unterstützen. Moralisch, versteht sich. Erstmal zu Vernunft gekommen. Ein Wunder ist hier schön. Das war Elektroballs Arena und da geht es einfach hoch. Das war Elektroballs Arena. Auffüllen brauche ich nicht, aber vielleicht brauche ich ein paar Items, die ich herstellen kann. Zum Beispiel. Halt. Brauche sicher Tränke oder sowas. Medizin. Davon kann ich bisher nie genug haben. Muss ich zugeben. Ist so.
Wir werden es sicher noch gut brauchen können. Dann würde ich mal sagen, es geht los. Wir werden erstmal das Luxtra und das Electek hier ein bisschen. Verstehe ich natürlich alles. Hä? Das war ouch. Elekid! Au! Los, Mammute! Blizzard! Mach das Elektek fertig! Elektek! Du wirst jetzt von mir gefangen! Wasch! Elekid, du bist als nächstes dran. Hat er sich gerade hinlegt zum Spenden? Ah, es kann kämpfen. Mammutl. Los, Mammutl, Blizzard. Es ist tot. Du kannst nichts. Am Mammut kann was. Es kann Blizzard. Frostbrand. Es kann wirklich Frostbrand. Mammut. Jetzt Antikraft. Volle Power! Hyperball! Aber ich werde da wahrscheinlich alles nochmal aufheben müssen. Denn für Elle wollte, komme ich jetzt da noch Karl. Jetzt verstehe ich das. Das ist die Höhle, wo ich schon vorbeigegangen bin. Wo die gesagt haben, ja, jetzt darfst du doch noch nicht rein. Nett zu wissen. Das ist eigentlich für diesen Event, für diesen Moment. Gedacht ist. Who is this?